So, Harry meldet sich nochmal zum zweiten Teil oder mit dem zweiten Teil der Realität, denn der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen und die Aufnahme, die letzte, der Rest mit den Nachrichten von vorhin, die ist irgendwie auf der Strecke geblieben, denn dieses Bild war ganz einfach nicht brauchbar oder nicht lesbar. Aber ich muss jetzt mal gucken, woran das liegt, was das sein könnte. Aber wir holen jetzt ganz einfach die Nachrichten jetzt hier nach. Und zwar, wir sind jetzt hier am Barranco von Maspalomas. Die Frage, die neulich kam, war hier auch schon mal Wasser drin? Hier war schon mehrmals Wasser drin. Also regelmäßig kann man nicht sagen, aber es war schon gut gefüllt. Und dann wurde das so laut, weil die ganzen Steine, das Geröll, alles mitkam, das auch hier gehört und später natürlich gesehen. Der wurde gemacht als Sicherheit, zur Sicherheit vom Campo International, denn dieses Wasser kommt aus den Bergen und mehr. Deswegen wurde das hier gemacht. So, ja, dann kommen wir zu den Nachrichten. Und zwar, die Briten kehren zurück. Es sind schon 26 Fliege angekommen. Spanien beendet die Zusammenarbeit mit AstraZeneca. Da wird also nichts mehr bestellt. Es ist ein Problem hier mit den Schlangen, und zwar die kalifornische Königsnatter hat sich breit gemacht. Scheinbar wurde ein Pärchen ausgesetzt und auf den Kanaren. Dieses Problem sozusagen nimmt überhand und man muss was dagegen machen. Demo gegen Zwangsräumungen. Man überlegt, ob man nicht jetzt auch den Hungerstreik anfängt, und da wird jetzt drüber beraten und gerätselt. Schweigeminute gab es in Spanien, und zwar für Deutschland und für Belgien, für die ganzen Katastrophenopfer, für die Menschen, die ihr Leben verloren haben, ihr Hab und Gut, und die dadurch geschädigt worden sind. Subventionen können beantragt werden, und zwar die Subventionen für die kleineren und mittleren Betriebe hier in Spanien. Da gibt es die Antragsformulare. Impfungen gibt es auch für Obdachlose, und das Sommerprogramm auf den Kanaren oder Gran Canaria, das geplante, wurde verschoben. Ein Herz für Kinder. Organisationen rufen dazu auf, was zu tun, was man da machen kann für die Kinder, die da sehr unter dieser doch Corona-Sache leiden. Und zwei Autos sind ausgebrannt und man weiß nicht, ob es eventuell auch Batterieschäden waren durch die große Hitze oder ob es ganz einfach Brandstiftung war. Das war zu dem Nachrichtenzeitpunkt noch nicht klar. Und jetzt Hilfe auf Gran Canaria. Ich habe schon mehrmals berichtet hier im Campo International. Und zwar, hier gibt es auch Leid und Not. Und diese in ihrem kleinen Auto. Einfach, wenn jemand mal in der Nähe ist, dann kann er hier vorbeifahren und kann sich vielleicht auch mit dieser Frau ein bisschen unterhalten. Und wenn er irgendwas übrig hat, dann kann er auch da mit Sicherheit vielleicht auch mit Sachwerten oder mit was Essbarem dienen. Also wir fahren jetzt mal dahin. Ich wurde auch schon per E-Mail gefragt, ob man nicht irgendwie eine Spendenaktion oder was machen könnte. Nein, das mache ich nicht, das wird mir zu aufwendig. Darum kann ich mich dann wirklich nicht kümmern. Ich war schon einige Male da bei ihr und habe dann auch ein bisschen was gegeben. Also einfacher kann man es nicht machen. So, hier geht es entlang Richtung Faro Dos. Und zwar, das ist der hintere Parkplatz. Nicht der, der vorne zum Riesenrad schaut, sondern hinten. Und hier parken natürlich viele Autos. Hier gibt es auch immer noch ein paar Caravans. Und hier ist auch der Supermarkt, natürlich unser Supermarkt. So, und wenn man hier auf den zufährt, da wo der Supermarkt ist und auch diese eine Bar, da findet man dann auf der rechten Seite in dem kleinen silbernen Wagen mit dem Schirm davor diese gestrandete Schwedin, die da in dem kleinen Wagen hausen muss.
So, ich will da aber auch nicht weiter noch groß vorbeifahren und Aufmerksamkeit erregen. Ich sage jetzt ganz einfach, ich fahre jetzt hier wieder zurück und sage ganz einfach, den Teil jetzt noch hochzuladen. Morgen, das war auch was, gibt es wieder ein 360-Grad-Video. Und zwar, dass ich noch im Petto habe. Ich muss mir das Ganze natürlich auch jetzt noch mal ansehen, ob das auch alles funktioniert hat. Und dann gibt es ein 360-Grad-Video, wo ihr bestimmen könnt, was ihr sehen wollt. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen Bildern. Hasta luego. Bis morgen zum aktuellen Wetter. Oder eben dann auch zur nächsten Realität.